Hallo ihr Lieben, ich möchte mit euch heute eine Peek-a-Boo-Karte machen. Und zwar so eine hier. Und wenn man die aufmacht, hey, gibt es diesen kleinen, süßen Effekt, dass sich diese Lasche, beziehungsweise diese Laschen öffnen und dann ein kleiner Spruch oder ein Bildchen zum Vorschein kommt. Und das möchte ich mit euch jetzt machen. Das ist mein Prototyp, der gefällt mir nicht so wirklich. Also von außen ja, aber von innen... Hier war zu viel Farbe auf dem Stempel. Den Spruch wollte ich eigentlich embossen, hatte ich vergessen. Das ist nicht so, ist nicht so gut geworden. Deswegen habe ich mir neue Farben, neue Muster und so ausgedacht. Und zwar machen wir es ganz anders. Also das Prinzip ist dasselbe und die ganzen Stempel auch, bloß mit anderen Farben und anderen Designerpapier. Das wollte ich damit sagen. Und damit es schneller geht, habe ich auch alles schon zurechtgeschnitten, weil das dauert ein bisschen. Ich schreibe euch natürlich wieder alles unten in die Infobox. Wir brauchen als allererstes, ich sage das dann einfach dazu an, bevor ich das jetzt vorher alles sage, als allererstes brauchen wir unsere Grundkarte. Die ist in Inch. Ich habe das jetzt nicht vorher noch in Zentimeter umgerechnet, tut mir leid. Also, ihr braucht eine Grundkarte. 8,5 Inch mal 5,5 Inch und dann auf beiden Seiten, auf der langen Seite, falzen bei 2 1/8. Ne? Also anlegen, umdrehen und nochmal falzen. Und das knicken wir uns jetzt um und falzen einmal nach. Und da haben wir schon mal unsere Karte. Das ist übrigens Marineblau. Ich wollte das mal im Dunkelblauton versuchen. So, jetzt können wir auch schon vorne das Deckblatt quasi dekorieren. Und zwar brauchen wir da 2 Stück Farbkarton, habe ich hier in Savanne. Das ist 2 Inch mal 5 3/8 Inch. Und dann noch DSP zum Draufkleben. Jeweils immer 2 Stück, sind ja 2 Laschen. 1 7/8 Inch mal 5 1/4 Inch. So, und das kleben wir jetzt erstmal hier drauf. Da können wir nämlich das schon mal fertig machen, die Vorderseite. Das Deckblatt ist auch schön. Also manchmal fallen mir Wörter ein. Das ist klasse. Das fällt mir manchmal auch erst hinterher auf, wo ich mir dachte, was hast du denn schon wieder gequatscht? Ich weiß nicht, manchmal kommen... sprudeln so Sachen aus mir raus. So, einmal. Ich hoffe, die Farbkombination wird was. Also so, wo ich es jetzt hier zusammengeschnitten habe und zusammengelegt habe, hat mir das gut gefallen. Mein Prototyp ist ja eigentlich auch ganz hübsch mit den Farben. Das ist typisch weihnachtlich, klar. Aber wie gesagt, da innen drin, das hat mir nie so wirklich gefallen. Das machen wir jetzt anders. Dafür gibt es ja einen Prototyp, ne? Dass man das auch vorher erstmal austestet. Gut, okay, wenn das jetzt schief läuft, ja gut. Aber ihr wisst dann immerhin, wie eine Peek-a-Boo-Karte funktioniert. So ist es nicht, ne? So. Jetzt habe ich den Kleber wieder zugemacht, obwohl das da drauf kommt. So, das haben wir zusammengeklebt und die kommen jetzt auf die Klappen. Ich wieder, dass ich immer den Kleber zumache und wegstelle. Ja, einmal die eine Seite. Man könnte sie auch flach hinlegen, ne? Hm. Mona wieder. So, eine Seite. Die andere Seite. Mal gucken, ob es gerade ist. Jo. Haut hin. So. Haben wir das schon mal fertig? Das Knibbelchen machen wir zum Schluss am besten. Jetzt kommen wir zum Innenleben.
Meine Schneidklinge ist neu und die franzt schon wieder aus. Das ist komisch. Naja, nun gut. So, kommen wir zum Innenleben. Da brauchen wir quasi eine Innenkarte. Auch da habe ich jetzt sogar schon das Loch vorgestanzt, bevor ich jetzt hier wieder ständig zu meiner Big Shot rübergehe. Wollte ich euch das ein bisschen ersparen. Und habe mir von den, weil ich keine Handstanze habe, ne, diese Kreishandstanzen, habe ich mir von den Framelits, die Stickmuster, habe ich mir den zweitkleinsten Ring genommen und dort mir einfach einen Kreis ausgestanzt. Und jeweils auch diesen Innenkreis, ne, und diesen hier vorne. So, habe das ausgestanzt, das Innere hebe ich mir dann wieder auf. So ungefähr, ist es eigentlich egal, wo ihr das macht, ob ihr das weiter oben macht, ob ihr das mittig macht, weiter unten. Es kommt ja dann drauf an, wo ihr das dann ja, haben wollt, hinsetzt. Es ist eigentlich wurscht. Kommt ja auch drauf an, wie ihr es dekoriert drumherum. Ich würde sagen, stempeln wir erstmal, bevor wir das jetzt aufkleben. Und zwar, Moment, du bleibst hier. Nehme ich wieder Weihnachten daheim. Das ist ja wirklich zu schön. Und ich hoffe, dass der Stempel, da war wirklich zu viel Farbe. Ich nehme jetzt auch nicht, das war nämlich Espresso. Jetzt nehme ich Ton in Ton am besten. Ich nehme jetzt einfach Savanne. Mal die ganzen Stempel raus und sieht, das hätte ich natürlich auch schon machen können. Naja, gut, wollen wir nicht übertreiben. Ne? Habe ja schon alles vorgeschnitten, das ist ja schon ein starkes Stück. Ja. Holen wir die ganzen Häuschen hier raus. Diesmal können wir ja das andere Haus nehmen hier. So, jetzt aber. Und da lege ich mir das mal hier hin, weil vorhin hatte ich es auch ein bisschen blöd gemacht, habe ich alles einzeln gestempelt. Hier ist sogar noch die Folie drauf. Das war so ein bisschen doof mit dem Gucken. Aha, jetzt passt das mit dem Baum hier nicht mehr. Deswegen hatte ich das andere Haus genommen. Muss ich kurz mal gucken hier. Das möchte ich versetzt haben. Ja. Das will nicht so, wie ich will. So wie sonst auch. So, ich nehme jetzt mal meinen großen Stempelblock. So. Wo ist hier? Ist Savanne? Ich hoffe, das klappt jetzt auf Anhieb. Wenn nicht, habe ich Pech. Ich könnte natürlich auch vorher einmal abstempeln, weil das ist auch ziemlich saftig. Ich glaube nämlich, dass am Tage hier die Sonne drauf scheint und ich stempel das mal kurz ab. Ja, das ist also. Es ist zu saftig. Und auch da ist zu viel im Stempel. Das ärgert mich. Das finde ich nicht so schön. Was machen wir denn da jetzt? Ich werde das jetzt trotzdem machen. Nützt ja nichts. Ich muss da mal irgendwie wahrscheinlich mal das ach, schade. Ach, nun gut. Was soll's. Jetzt ist das Haus nicht so richtig geworden, weil ich extra aufgepasst habe. Quatsch, das brauche ich ja noch. Naja, nun gut. Jetzt brauche ich den Weihnachtsmann. Wenn es jetzt mich zu sehr ärgert, dann schneide ich das einfach nochmal schnell zurecht. So, der Weihnachtsmann hat funktioniert. Jetzt kommt der Mond. Was ich sagen wollte, ich muss dann wahrscheinlich mal die Stempelkissen woanders hinräumen, damit die nicht in der Sonne stehen. Oder ich muss das hier einfach mal entsaften. Das ist mir nicht zum ersten Mal aufgefallen, dass das so saftig ist. So, und jetzt noch ein paar Sternchen hin. So, das war der große Stern. Jetzt kommt mal der kleine Stern.
Aber das ist Vorführeffekt, ne? Man will was schön machen. Extra vor der Kamera. Sehr logisch. Und dann läuft das nicht glatt. Also, bei mir halt. Ich weiß nicht, wie es anderen Bastlern geht. Ob die dann halt viel schneiden, das dann extra nochmal machen oder so. Aber ich lasse das jetzt. Zur Not kann ich da nochmal was drüber kleben. So, jetzt kleben wir das Ganze auf. So. Ja, dann kommt das jetzt in die Mitte. Und jetzt machen wir unten und oben, beziehungsweise andersrum. Das ist oben und unten ein Stück doppelseitiges Klebeband drauf. Weil in der Mitte muss ja der Mechanismus funktionieren. Da können wir ja nichts festkleben. Oh, ich und doppelseitiges Klebeband, ne? Das wird irgendwie nicht mein Freund, habe ich das Gefühl. So. So, gucken, dass es mittig ist. Ist es mittig? Ist es auch oben dran? Ihr seht das gerade mehr als ich. Es ist schräg. Das war ja wieder klar. Ich sehe nämlich nichts. Wenn ich jetzt drüber linse, habt ihr wieder meinen Kopf davor. So. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schräg, aber nun gut. Naja. Wird es mal wieder ein Chaoten-Video. Wurde ja mal wieder Zeit, ne? Jetzt steht hier unten noch was ab. Ja, so. Jetzt kommen wir zu diesem Mechanismus. Dazu brauche ich... Wo habe ich es denn jetzt? Jetzt habe ich alles vollgestellt hier, dass ich nichts mehr wiederfinde. Genau. So. Wir müssen aber erstmal, fällt mir gerade ein, müssen wir erstmal dieses kleine Schnibbelchen reinkleben, bevor wir diesen Mechanismus machen. Ach, ist das schon wieder chaotisch. Also, ich brauche meinen Stempel. Und zwar, Weihnachten ist, wenn das Herz nach Hause kommt, und das wollte ich embossen. Das war mein Ohr. Ja, ein bisschen gerade packen hier. So. Ist ein bisschen ärgerlich mit dem. Naja, nun gut. Darf mich nicht weiter ärgern drüber. So, ich hoffe, das ist halbwegs gerade geworden. Jetzt brauche ich wieder ein Stück Papier und ich finde keins, so wie immer. Mal kurz hier eins. Dann habe ich hier hoffentlich Silber gegriffen. Ja. Und wieder habe ich vergessen, mit dem Buddy drüber zu gehen. Das ist so typisch. Oha. Da habe ich wohl ein bisschen arg aufgedrückt. Das müssen wir nochmal machen. Das sieht nie aus. Da ist das Wenn total verwackelt. So, das sieht jetzt schon besser aus. Ich habe es mal schnell neu gemacht. Das geht ja nicht. Wenn man das Wenn nicht lesen kann, wird es ja blöd. So. Fertig. Jetzt wälze ich hier mein Papier. Das wird jetzt hier reingeklebt.
bisschen Tombow. So, einfach hier in die Mitte reinkleben. Und da wir das nur oben und unten angeklebt haben, kann man das ja hier an den Seiten hochheben. Und da kommen jetzt diese zwei Laschen rein. Und zwar, ich habe mir da was Kleines ausgedacht. Ich habe hier meine Stanze Sonne. So. Und wir brauchen ja hier diese Lücke, damit man ja sieht, was dahinter steckt. Und ich habe mir jetzt einfach diese zwei GSP-Stücke genommen und hatte geguckt, hatte mir so Papiere zurechtgeschnitten und dann immer wieder mal geschaut, wo muss ich es denn anlegen, damit das denn hinhaut. Ja, damit man das sieht, damit man auch genug sieht. Man könnte die Laschen, man könnte ja auch weniger abschneiden, wenn man jetzt zum Beispiel nur irgendwie ein kleines Bildchen hinterpackt, dass der Ausschnitt nur weniger ist. Aber ich brauche ja ein ganzes Stück, ne, damit man den Spruch sieht. Und hatte ich halt geschaut und so ungefähr, gerade bei dieser Sonne, der Strich in der Mitte. Bis dahin bin ich ungefähr gegangen mit dem DSP, so halt geschaut, dass es mittig sitzt. Aber ich gehe diesmal nicht, glaube ich, ganz so tief. Bin ich wirklich so tief gegangen? Ich überlege gerade nochmal. Ich gehe mal ein Stück höher. Weil abschneiden kann man immer noch, aber wenn man zu viel weggeschnitten hat, wird es ja Käse, ne? Ich gehe mal ein Stück höher. Ich schaue jetzt nochmal. Jetzt muss ich gucken, wegen dem Muster. Ich gehe jetzt nicht ganz runter, sondern zwei Zacken darüber. Und das dürfte eigentlich auch gehen. Wenn das dann aufgeht. Ich hoffe, es reicht. Ich schaue hier noch mal kurz. Ich müsste eigentlich... Ich glaube, ich schneide doch noch mal ein Stück weg. Nur ein Müh. So. Genau. Ich hatte es nämlich so gemacht, dass man hier was durchlinsen sieht. Da hat das gut funktioniert. So. Trick 17 jetzt dabei. Wir brauchen unser doppelseitiges Klebeband. Wir bringen jetzt, bei diesen beiden Schnibbelchen, bringen wir jetzt jeweils links und rechts eine Bahn an, legen die dann drunter und wenn man das dann schließt, bleibt das dann an den Seiten kleben und wenn man es dann aufzieht, geht es auf. Ne? Das ist der ganze Trick dahinter. Also obendrauf, nicht unten drunter, obendrauf, einfach an die Seite ein Stück Klebeband. So. Das ist eine Taube. Ich glaube, da hat gerade eine Taube vom Fenster gegurrt. So, das schieben wir jetzt hier drunter. Ja. Guckt, dass die beiden nicht ineinander greifen. Sondern dass die oben und unten. So, und jetzt schaut er einfach, dass die beiden gerade sind, dass die beiden im Fenster sind. Ja, ich muss gerade mal gucken. Ich ziehe euch das gerade mal weg. Na, es ist halt schwierig so, weil ich nicht oben drüber linsen kann. Aber ich hoffe, das haut jetzt so hin. Jetzt halte ich mir das hier fest, damit das nicht wieder verrutscht. Ziehe die Streifen hier ab. Ach, jetzt ist es doch wieder verrutscht. Mist. Ich hoffe, das ist jetzt gerade. So, und jetzt einfach Laschen zu.
So. Andrücken und jetzt aufmachen. Und jetzt könnt ihr hier an den Seiten das runterdrücken. So ein bisschen festdrücken noch, dass sich das fügt und schmiegt, damit es dann leichter auf und zu geht. So, und das ist die Peekaboo-Karte, der ganze Effekt dabei. Ich finde das niedlich. Tada! Weihnachten ist, wenn das Herz nach Hause kommt. So eine schöne Nachricht. So, das ist unser Innenleben. Das Emboste sieht wirklich gut aus. Doch, das ist schön. So, jetzt machen wir aber natürlich noch die Deko außen. Und da habe ich mir einfach, weil ich ja jetzt hier mit Silber gearbeitet habe, beziehungsweise das ist Platin, ich hätte hier wahrscheinlich noch einen anderen Stempel, eine andere Stempelfarbe wählen sollen, aber nun gut. Ich kann da ja noch ein bisschen rumprobieren. Hauptsache, ihr wisst, wie der Mechanismus funktioniert und wie die Karte an sich aufgebaut ist. So, ich nehme jetzt einfach hier Glitzerpapier in Silber und wieder die Stanze Sonne. Aua. Ah, Gold und Silber, so schön. Hab hier wieder diesen Kreis, was ich vorhin gesagt hatte, und klebe mir den jetzt hier drauf. Und zwar mit doppelseitigem Klebeband. Vorher fällt mir aber ein, ich wollte ja noch... Na, gehst du ab. Ich wollte ja da noch frohe Weihnachten drauf stempeln. Frohe Weihnachten. Ich fand das halt passend. Draußen frohe Weihnachten, ne? Und dann innen Weihnachten ist, wenn das Herz nach Hause kommt. Das ist schön. Ich mag den Spruch. Merkt man das? So, mein Schwarz. Oh Gott. Voll reingepasst. Oh, heute ist nicht mein Tag. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ich habe euch doch erzählt, dass ich ein Tollpatsch bin, ne? Mhm. Ach, scheiße. Naja, nun gut. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Ich bin ein Tollpatsch, ja. Heute ist nicht mein Tag. Naja, gut. Aber ihr wisst, wie die Karte funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ob jetzt meine Karte versaut ist, ist egal. Das ist jetzt gerade mal unwichtig. Ihr habt ja gerade das Stempelkissen nicht fliegen lassen, sondern ich. Ich sag ja, ich bin Tollpatsch. Ganz schlimm. Und wenn ich jetzt hier mit meinen schwarzen Fingern irgendwo anfasse. So, das klebe ich mir jetzt hier drauf. So. Da klebe ich jetzt 3D-Pads drauf. Wo sind sie jetzt? Hier. Aber nur auf die eine Seite. Ne? Also nicht, dass ihr, wenn ihr das jetzt hier festklebt, nicht, dass ihr es auf beide Seiten klebt, dann kriegt ihr die Karte nicht mehr auf. Ne? Also nur auf die eine Seite. Och, ist das ärgerlich. Guckt da nicht hin. Ich gucke auch nicht hin. Gerade mal gucken. So. Mache ich jetzt einfach mal hier so ein paar hin auf die Seite. Ich muss mir mal die Dimensionals bestellen. Die sind wesentlich größer mit dem kleinen. Fummel ich mich jedes Mal zum Tode. So, ich mache das wieder so ungefähr mittig. So. Und jetzt machen wir noch ein Schleifchen drauf. Am besten auch in dunkelblau. Ich muss gerade mal gucken, wo es ist. Oder vielleicht auch eine andere Farbe. Das ginge eigentlich auch, das schwarz-weiße. Das wäre jetzt ein schöner Kontrast. Rot, grün. Ich guck kurz mal auf dem... Opala, hier. Das ist auch sehr schön. Das dunkelblau. Ich glaube, ich nehme das hier. Das ist so silberbläulich, grau. Keine Ahnung. Irgendwie so. Schleife machen. Okay. Klappt hier nicht immer auf Anhieb.
So? Jetzt vielleicht? Nee, irgendwie. Irgendwie will das Schleifband nicht so, wie ich möchte. Das andere ist stärker als das hier. Das ist so ein bisschen... Das geht immer wieder auf in der Mitte. Das ist ja komisch. Was ist denn das für komisches Schleifenband? Einmal probiere ich es noch. Wenn es dann noch nie will, dann nehme ich was anderes. Aber das ist schon komisch. So, das war, ich habe es angedroht. Da hat er sich jetzt gefügt wahrscheinlich. Ist nicht die schönste Schleife, aber was soll's. Die Karte ist auch nicht die schönste. Ah ja. Es muss ja nicht immer perfekt sein, ne? Jetzt habe ich gerade in die Schleife geschnitten. Ich werde heute noch wahnsinnig. Wirklich. Ich hab in die Schleife geschnitten. So, kurz mal Stopp gemacht, Tiefluft geholt und eine neue Schleife gebunden. Das gibt's nicht, oder? Das ist doch heute. So, ich nehme mir ein Glue Dot und klebe mir die jetzt hier unter das Frohe Weihnachten. Und wir sind fertig, meine Lieben. Und ich bin fix und fertig jetzt, ehrlich. Oh Mann, das war doch jetzt das größte Chaoten-Durcheinander-Video überhaupt. Also konnte ja echt nicht mehr schief gehen. Für mich gefühlt wahrscheinlich habt ihr das gar nicht so unbedingt. Naja, doch, man hat schon mitgekriegt. Also hier ist ja schon einiges schief gelaufen und das denn hier dann noch? Naja, nun gut. Erst das mit dem Stempel dann... Dann das mit dem Pulver. Naja, wie gesagt, Penner ist perfekt. Bei der Karte ist wieder genau dasselbe. Da gefällt es mir von außen besser, jetzt mal abgesehen davon, dass ich hier gekleckert habe, ne? Gefällt es mir wieder von außen besser als von innen. Weil, allein schon wegen dem hier unten, ne? Und dann, ich hätte vielleicht nicht Ton in Ton stempeln sollen. Ha, irgendwas missfällt mir auch hier wieder. Ich weiß nicht. Wenn ihr für mich Tipps habt... könnt ihr mir die gerne zukommen lassen. Wenn nicht, muss ich einfach noch ein bisschen mit Farben und DSP rumspielen, bis ich da, ja, vorankomme. Wenn nicht, klebe ich die einfach zu und verschicke die so. Natürlich auch was, ne? Von außen sehen sie ja hübsch aus. Aber die Hauptsache ist, ihr wisst, wie der Mechanismus funktioniert von dieser Peekaboo-Karte. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das heute ein bisschen sehr viel tollpatschig, chaotisch war. Aber ich hoffe, ihr mögt mich trotzdem dafür. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Nachbasteln. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!